Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast. Herr Welzer, worüber denken Sie in dieser Woche nach? Naja, wo eigentlich viele drüber nachdenken, nämlich die wunderbaren Olympischen Spiele in Peking, die Winterspiele in einer Gegend, wo es keinen Schnee gibt, in einer Diktatur, in der gefoltert wird, in der es Konzentrationslager gibt, von einem Staat ausgerichtet, der deutlich imperialistisch ist, wo sozusagen alle Faktoren zusammenkommen, wo man eigentlich sagen muss, das kann man überhaupt nicht machen, sowas kann man nicht durchführen, sowas kann man auch nicht medial präsentieren, es wird aber natürlich so sein. Und Ihre Haltung dazu ist aber, dass man das komplett gar nicht erst hätte machen dürfen? Also wo ist die Verantwortung? Ist die Verantwortung bei den Sportlern, die sich jetzt international zurückziehen sollten? Liegt sie an den internationalen Außenpolitiken, dass sie es gar nicht erst zulassen sollten oder diplomatisch boykottieren sollten? Oder liegt es auch daran, wie sämtliche Staaten eigentlich teilnahmslos in diese Verbände hineinwirken und die Verbände selbst etwas veranstalten, wo am Ende die Staatengemeinschaft sehr skeptisch drauf guckt? Naja, also das ist ja ein großer Mix. Also das IOC selber ist ja gewissermaßen eine autonome Organisation, die dafür zuständig ist, diese Spiele zu vergeben. Und wie wir alle wissen, ist das eine höchst fragwürdige Institution, wie Sportverbände inzwischen ja meistens. Also beim Fußball ist es ja nicht anders. Also das ist mal der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass unterhalb dessen natürlich sehr viele Facetten sind. Solche Spiele werden an solche Orte vergeben, weil man mit den Organisatoren natürlich keinen Ärger hat. Also wenn dort Stadien gebaut werden sollen oder Bobanlagen, dann werden die gebaut. Und wenn, falls irgendjemand auf die entlegene Idee kommen sollte, dagegen zu protestieren, dann landen die mindestens im Knast, wenn nicht was Schlimmeres. Das heißt, es ist sozusagen für eine Organisation eine super Sache. Auch irgendwelche Fragen wie Nachhaltigkeit und so weiter spielen natürlich überhaupt gar keine Rolle. Geld spielt auch keine Rolle. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass man wie 1936 in Berlin eine riesige Propagandaveranstaltung macht, die aber sozusagen global gebroadcastet wird. Also sozusagen selbst wenn jetzt die meisten westlichen Regierungschefs da nicht hinfahren, ist ja der Propagandaerfolg trotzdem gesichert. Weil es kommen hinreichend genug andere Potentaten und Präsidenten dahin. Aber der ganze Quatsch wird natürlich auch hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Und da heißt es dann natürlich sehr schnell, na ja, aber die Sportler können ja nichts dazu. Und die Spiele sind ja sowieso unpolitisch. Und es ist ein Fest der Völkerfreundschaft, bla bla bla. Dann läuft diese Kette ab. Und es ist, ich finde, es geht nicht. Also der Punkt ist bei so einem Land schlicht und ergreifend überschritten. Ja, und ich bin auch der Meinung, man dürfte das gar nicht übertragen. Und hätten Sie die gleiche Meinung auch zu Sochi gehabt oder haben Sie die auch bei Katar? Na sicher. Ja, weil bei mir ist es auch so, dass ich schon glaube, dass wenn ein Land diese Spiele austrägt oder andere Spiele auch austrägt, dann ist es ja immer etwas zwischen Promotion eigener Werte und einer totalen Propaganda. Und da muss man dann schauen, wie was gehandhabt wird. Aber für mich ist immer schwierig zu wissen, dass wir ja nur nach dem Index des Guardians 75 Demokratien auf der Welt haben, bei 200 Ländern. Das heißt, wir haben ja wahnsinnig viele Länder, die unseren auch westlichen Maßstäben dessen, was wir an Menschenrechten einfordern, wie Wahlen abgehalten werden, was transparent sein soll, nicht genügen. Und für mich ist die Frage, ob wir bei all dem oder ob wir zusammen definieren sollten, vielleicht als europäische Gemeinschaften, was für uns ein Mindestmaßstab ist und ab wann wir uns wie wo verhalten. Weil ich schwierig finde, wenn Länder einzeln bei Sochi ja sagen, bei China nein sagen, bei Katar ja oder nein sagen, dann geht es für mich in so eine willkürliche Boykotthaltung. Und für mich hat Außenpolitik ja schon auch immer was damit zu tun gehabt, dass nicht nur Gleichgesinnte am Tisch sitzen, sondern dass man sie zumindest irgendwie an den Tisch bekommt und verhandeln kann. Und ich weiß nicht, ob so eine allgemeine Boykottkultur da hilft. Ich glaube auch, dass es viel zu wenig ist, wenn man sich Rechte einkauft und einfach zuguckt und das ganze Leid verschweigt. Aber ich glaube, dass man hinkriegen kann, auch mit den Verbänden gemeinsam Rahmenbedingungen abzustecken und dann über Inlandsreporting auch eigene Schwerpunkte zu setzen, dass man sowas auch kritisch begleiten kann. Glaube ich an keiner Stelle. Also was ich denken würde, was man machen müsste, ist, dass eben diese
75 demokratischen Staaten sich zusammensetzen müssten und sagen, okay, wir machen die Olympischen Spiele. Meinetwegen heißen die dann auch Olympia 2.0 oder Olympia Democracy oder keine Ahnung, sowas in der Art. Aber solange man gewissermaßen versucht, sich da durchzulavieren, gewinnt immer das Business. Das ist ja der springende Punkt an der Sache. Der ganze Kram findet ja nur deswegen statt. Also Winterspiele in China finden unter anderem deswegen statt, weil es für Adidas und all die anderen ein riesiger Markt ist. Oder die ganzen Skiausrüster und sowas. Und das Verrückte ist ja, dass, wie gesagt, da gibt es keinen Schnee. Aber von Xi Jinping aus ist es halt so angelegt, die ganze Geschichte, dass sein Volk ein Volk von Skifahrern wird. Und das ist natürlich für Skiausrüster total super geil, wenn es plötzlich 300 Millionen neue Kundinnen und Kunden gibt für das Ganze. Ja? Es ist auch, kann ich mich auch drüber aufregen, für die westlichen Star-Architekten total super, dass sie da ohne Rücksicht auf Natur, ohne Rücksicht auf finanzielle Begrenzung irgendwelche Renommierteile da hinsetzen können. Auch völlig unabhängig davon, ob das ein totalitärer Staat ist oder nicht. Das heißt, die ganzen Business-Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, gewinnen immer. Solange man nicht sagt, okay, dann könnt ihr euch überlegen, hier ist es jetzt nicht das Fest der Welt, sondern es ist das Fest der Demokratien, ob euch das als Business reicht und Übertragungsrechte und sonst was dann so und so viel kosten. Aber wir können doch nicht mehr sozusagen den ganzen argumentativen Apparat jedes Mal aktivieren, je weniger er stimmt. Ja, und das, finde ich, das geht einfach nicht. Also wenn man sich anguckt, was das wirklich für ein Staat ist, der dort am Werke ist. Ja, und es gab jetzt relativ viele Sendungen im Fernsehen. Unter anderem hat mich kolossal beeindruckt von Felix Neureuther, einem Ex-Sportler selber, der hat eine super Doku gemacht über diese Olympischen Spiele. Und ist natürlich jemand, der insofern glaubwürdig ist, weil er den Sport total liebt. Und natürlich Olympische Spiele auch für diese Kategorie Sportler das Höchste ist, was es überhaupt man im Leben erreichen kann. Und er hat eine super Doku gemacht, die im Grunde genommen auch darauf hinausläuft, das geht nicht. An der Stelle geht es nicht mehr. Das kann man nicht machen. Und ich finde das auch. Und ich finde auch auf einer etwas weiter aggregierten Ebene, man muss, glaube ich, wieder mal lernen, in dieser super, super, super Hyper-DAX- und Business-Welt, dass es trotzdem Dinge gibt, die nicht gehen. Wo man einfach sagt, nein, das geht jetzt nicht. Wir haben ja dieselbe Geschichte mit Nord Stream 2 und Putin jetzt. Oder egal, wo man hinguckt. Ja? Und sozusagen der argumentative Baukasten ist so flexibel wie IKEA oder Lego. Ja? Man hat immer, ja, aber die Sportler, oh, ja, aber die Menschen vor Ort, ja, aber die Bauarbeiter, die die Stadien bauen. Und so, also sozusagen, das ist nach oben offen. Da kann man immer was sagen. Aber dieses, das geht nicht, das machen wir nicht, ist eigentlich etwas, was man mal wieder einführen muss in die Debatte. Ich finde es schwierig, dass man ja kaum Stopp sagen kann, weil dieser ganze Apparat ja dann schon 10 Jahre gelaufen ist. Und deswegen glaube ich, dass die richtige Stelle, an der man eben irgendwie die Austragung an solchen Orten unterbinden kann oder diese ganze Austragungswahl neu organisieren kann, muss ja eigentlich schon 5 oder 10 Jahre im Voraus geplant werden oder wenn nicht sogar noch länger. Und dann wäre ja tatsächlich die Organisation, die das Ganze veranstaltet, der richtige Ansprechpartner, dass, ob das jetzt europäische, westliche Regierungen sind, demokratische Regierungen sind, wie auch immer, die sich mit diesem Veranstalter besprechen. Weil es für mich einfach zu spät kommt und dann auch so hilflos wirkt und das auch irgendwie so blamabel ist, wenn man jetzt eine Woche, bevor es losgeht, sich international überlegt, welche Diplomaten schicken wir hin und welche nicht und was steht in den Presseerklärungen. Dann sind ja die Übertragungsrechte schon seit Jahren gekauft. Dann haben die Sportler auch ihr ganzes Leben, also die letzten Jahre, sich so vorbereitet, dass sie genau in diesem Moment schon fit sind. Und dann aus einer Regierungsepoche heraus zu sagen, nee, machen wir jetzt doch nicht, das kommt mir alles so ohnmächtig und so hilflos vor. Und deswegen glaube ich schon, dass das, was ich richtiger finde, ist, im Vorhinein sich mit anderen Staaten so zu besprechen, dass es Mindestmaßstäbe gibt, dass es Auswahlkriterien gibt und die mit den Veranstaltern gemeinsam zu besprechen. Weil dieses spontane Reagieren auf die Austragung, das kommt mir so hilflos herüber. Naja, aber besser als gar nicht zu reagieren. Ich meine, das mit dem Vorlauf, das ist klar. Und im Übrigen ist es ja auch tatsächlich so, dass wenn es diese Bewerbungen gibt, dann ist es regelmäßig jetzt so gewesen, dass wenn sich eine deutsche Stadt beworben hat um Olympia,
es Bürgerbewegungen gegeben hat dagegen. Was sagt uns das denn? Das sagt uns auch, dass man überhaupt keine Lust hat, über Jahre hinweg mit riesigen Renommierbaustellen zu leben, hinterher verschuldet zu sein, nur damit dieses Business laufen kann. Und in totalitären Staaten kann man sowas durchsetzen. Der zweite Aspekt, der mich natürlich persönlich nochmal doppelt wahnsinnig macht, ist natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist doch totaler Irrsinn, dass es überhaupt sozusagen keine globale Instanz gibt, die verbietet, dass man jetzt mit einem unfassbaren Aufwand eine Wintersportregion aufbaut, dort, wo Wintersport eigentlich qua Natur gar nicht möglich ist. Ja? Und riesige Gebäude, Skikanonen, Wasser, Umleitungen und sonst was irgendwie baut. Solche Sachen gehen ja alle nicht. Ja? Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist dann der Gipfel des Ganzen, weil in einem Land, wo dann irgendwie 45 Grad Temperatur sind, muss man halt klimatisierte Stadien haben. Und da sieht man, das sind alles Dinge, wo man sagen kann, nein, 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 das hat überhaupt keinerlei humanen Wert, sowas im 21. Jahrhundert zu machen. Und da kann man sagen, ist aber toll trotzdem, weil Sport ist was Tolles und da wollen Leute dran partizipieren, das ist vielleicht auch ermutigend und sonst was. Dann muss man sagen, okay, dann machen wir halt was anderes. Dann machen wir die kleineren Spiele oder wie auch immer. Oder vor Jahren hat Ilja Trojanow mal vorgeschlagen, dass man die Fußball-Weltmeisterschaft ignorieren sollte und stattdessen in den Städten sozusagen eine Kick-Weltmeisterschaft machen soll. Also sozusagen, es gibt ja unheimlich viele Leute, die spielen Fußball von 4 bis 80 und sozusagen ohne großen Aufwand. Und warum macht man nicht sozusagen eine Konkurrenz-Olympiade auf so einer Ebene? Das heißt, man kann doch Dinge überlegen, die vielleicht viel dichter noch an der alten Sportidee mit Verbindung und Jugend und so weiter dranhängen als dieser Hyperkommerz-Scheiß. Dann hätte man ja zum Beispiel Verantwortungsakteure wie unsere Unternehmen und Konzerne, die daran beteiligt sind, die man auch jetzt gerade zivilgesellschaftlich in die Pflicht nehmen müsste. Das hätte man und man hätte ganz viele andere Aspekte. Also wir haben ja schon oft hier darüber gesprochen, dass wir in den modernen Gesellschaften ein Schwinden von Medien des Zusammenhaltes gibt. Ja? Also unser Thema, was wir schon häufiger benannt haben. Und dass natürlich Demokratie, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, etwas braucht, was gemeinschaftsstiftend ist. Und natürlich ist so eine hyper aufgedonnerte Star-Architekten, supermedial inszenierte Diktatoren-Olympiade natürlich alles andere als gemeinschaftsstiftend. Aber man könnte ja mal gucken, was sind denn eigentlich vielleicht auch traditionelle Formen, die gemeinschaftsstiftend sind. Und Sportvereine beispielsweise gehören alle mal dazu. Ja? Oder das, was früher mal Volksfest gewesen ist und so. Das ist ja alles durch diese Hyper-Event-Kultur eher in den Hintergrund getreten. Aber man kann ja solche Formen mal wieder aktivieren und sagen, wir machen jetzt sozusagen die lokalisierten Olympischen Spiele oder was man auch immer für Formen machen kann. Und dann kämen Sie als sozusagen Medienfreak und Nutzerin und könnten sich darüber Gedanken machen, wie macht man das dann trotzdem zu einem globalen Event? Ist doch unheimlich interessant. Und jetzt haben wir ja das globale Event in Peking. Und die Frage, wie geht man denn jetzt damit um? Wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ZDF und andere Fernsehsender, die die Übertragungsrechte haben, zwischen den Spielen Dokumentationen über die Uiguren und die Freiheitsbewegung in Hongkong zeigen? Oder schaltet man gar nicht ein? Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, damit verantwortungsvoll umzugehen? Naja, das, was ich jetzt wahrnehme, was im ARD und ZDF läuft, ist tatsächlich eine Art Gegenaufklärung zu dem, was sie selber tun. Das ist ja eigentlich auch ganz witzig. Und was natürlich notwendig wäre, aber das ist für viele auch schwer, aktive Sportlerinnen und Sportlerinnen, dass die auch beginnen, sich anders zu positionieren und sowas. Aber auch das war Teil dieser wirklich guten Doku von dem Felix Neureuther, der dann zeigen konnte, dass Sportler, die gar keine Superstars sind und nicht die riesigen privaten Werbeverträge haben, diese Olympischen Spiele zum Beispiel deswegen brauchen, um überhaupt ihren Sport selber finanzieren zu können. Also da gibt es Weltmeister, jetzt in dem Fall einen Bobfahrer, der hat einen Hauptberuf
und macht sozusagen diesen Weltmeistersport, diesen Spitzensport nebenbei und finanziert den durch seinen Hauptberuf. Das sind alles nochmal so Geschichten. Aber die kann man ja auch einbauen in so ein Neudenken des Ganzen. Und wie es jetzt ist, da haben Sie natürlich völlig recht, den kann man es privat entscheiden, sich die Grütze anzugucken oder es sein zu lassen oder wie zu boykottieren. Aber man muss wirklich zurückkommen zu dem Punkt, dass auch eine Gesellschaft mit einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an einer bestimmten Stelle sagt, nein. Und das Geld ist ja unfassbar teuer, was dafür ausgegeben wird. Deshalb wollen die ja Zuschauerzahlen dafür haben. Da beißt sich die Katze auch wieder in den Schwanz. Die kann man auch sinnvoller ausgeben, diese vielen Millionen. Für mich zeigt das Beispiel mit Felix Neureuther einfach, wie bodenständige Sportler, die auch wirklich an ihrem Sport irgendwie eine Begeisterung finden, wie die sich auch aufklären lassen und eigene Meinung sich trauen zu sagen im Vergleich zu vielen Profifußballern, die für Millionen eingekauft sind und so tun, als wäre es überhaupt nicht ihr Fachgebiet. Genau. Und dann kommt das berühmte Argument, aber Sport hat ja mit Politik nichts zu tun und Sport ist unpolitisch und Sport ist bla bla bla. Dann kommen diese vorgeblichen positiven Eigenschaften. Na gut, und dann kann man den Strich drunter ziehen und sagen, öffentliche Sportereignisse sind in einer so eklatanten Weise kommerzialisiert, dass das ja auch von Seiten der Fans mittlerweile eine absurde Geschichte gewesen ist. Auch da wäre es wiederum interessant, ob man das Spiel nicht umdrehen kann und in Sachen Identifikation und Nähe zu Fans oder sonst was eine ganz andere, vielleicht ältere Form der Sportereignisse wieder zu etablieren. Und es geht gar nicht darum, wenn man Spiele politisch kommentiert, dass man sie politisch vereinnahmt. Das sind sie ja sowieso schon. Sondern das ist eigentlich ja nur das Gegenargument derer, die da ihre Kommerzsehnsüchte drin sehen. Ja, in diesem Sinne.